Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Episode 34. Wie ihr euch schon ahnen könnt, machen wir heute die beiden Zwillingsberge, oder eher gesagt ein Zwillingsberg und die Schreine. Natürlich muss man ein gutes Gedächtnis haben. Und was ist hier denn? Und direkt am Anfang der Folge kommt schon ein Krog, Freunde. Ist das nicht cool? Auf jeden Fall ist da... Oh, sorry, Bro. Auf jeden Fall ist da oben noch ein Schrein und ich glaube, unter mir ist auch noch ein Schrein, oder? Sehe ich aber gerade nicht. Egal. Gehen wir erstmal auf den oberen Schrein. Oder nee, gehen wir erstmal unteren Schrein, danach können wir auch noch auf den oberen. Bei den Sebi-Niyazu-Schrein. Ich schwöre, ich kann kein Japanisch, aber trotzdem. Hört sich geil an. Na sowas. Doppelte Erinnerung. Deswegen hat der andere Schrein auch nochmal was zu tun. Zwei Schreine sind ineinander verbunden. Das ist eine Lösung, ward in anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage, Freunde. Aber vielleicht sollen wir hier nach oben gehen. Bitte, nehme ich mit Fahrzeug. Aufzug, sorry. Von einem Fahrzeug. Na gut, hier oben kann man nichts machen. Aber ich habe eine Idee, Freunde. Wir sind ja nicht so doof. Deswegen machen wir uns direkt ein Foto. Wie machen wir es denn bloß? Na gut, da haben wir schon mal alles mit. Alter. Warte. Und zack. Den ersten hätten wir schon mal. Na gut. Und hier müsste auch sogar noch... Nee, hier nicht. Warte, ja moin, da hinten ist ja noch was. Ich habe hier nämlich noch nach einem Secret gesucht. Und dahinter ist sogar eine Truhe, wie gesagt. Nein, ich komme da nicht hoch. Nochmal. Freunde, meiner Meinung nach ist Zelda B2W schon ein gutes, gelungenes Spiel. Natürlich könnte man hier Extras hinzufügen können, wie zum Beispiel, dass Link schwimmen kann. Achso, schwimmen kann er ja. Zanderlanze, ich hab das doch schon, oder? Warte, was war das? War das jetzt eine Zanderlanze oder wie? Ja, oder? Habe ich die eigentlich schon? Frage ich mich. Die Zanderlanze. Die hatte ich mal. Ich schwör's. Vorletzte Runde. Vorletzte Folge, meine ich. So, Freunde, gehen wir mal zu den anderen Schreinen rüber. Ich finde, ich habe schon mal ein paar Kriterien für Zelda B2W 2 oder Tears of the Kingdom auf jeden Fall. Das Geile ist ja, du kannst ja eben halt hochfliegen, glaube ich. Weil da dann so Tornados sind oder eben halt so Lufthöhen, die dich dann nach oben schleudern können. Aber ich würde es auch richtig cool finden, wenn man da tauchen könnte. Und dass man den Pferd einfach rufen kann. Und der dann direkt kommt. Vielleicht kennt ihr Assassin's Creed Odyssey. Da kann man den Pferd rufen und der kommt direkt einfach. Das geht bei diesen leider nicht. Was ist das denn? Da leuchtet was. Und das würde ich mir ja auch gerne für Zelda B2W 2 wünschen. Ich glaube auch nicht, dass ich so viele User jetzt schaffe, dass sie auch sagen, ja, das wäre eigentlich schon voll geil. Aber ich mache das einfach nur zur Unterhaltung auf jeden Fall. Ich weiß, Zelda B2W gibt schon sehr viele Videos von anderen YouTubern. Aber trotzdem habe ich überlegt, ja, mach doch mal Videos davon. Weil ich da auch mal richtig Bock dazu habe. Und wozu man auch Bock hat, sollte man auch mal machen. Ich mag das Game, ihr mögt das Game bestimmt auch sehr. Weil sonst würdet ihr das ja nicht angucken, das ist ja dann unlogisch, ne? Würde ich mal so sagen. Okay, wie sollen wir jetzt auf den Berg drauf? Freunde, wie soll's gehen? Ja gut, gehen wir erstmal hier drauf. Vielleicht schaffen wir es oder vielleicht schaffen wir es auch nicht. Aber wir sehen uns gleich auch auf dem Gipfel, Freunde. Was ist das denn für eine Truhe? Das werde ich mal öffnen, Freunde. Das ist ja komisch. Ein violetter Rubin, 15 Euro, kann man machen. Freunde, hier auf dem Gipfel höre ich auf jeden Fall was. Wir sind schon mal in der Nähe. Oh, Link, wird's kalt. Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal was anziehen. Hier hätten wir einen Winterwams von den alten Mann. Ich glaube, da oben sind schon mal zwei Statuen. Ist es die Göttin? Oder ist das wieder so ein Krog-Quest? Ich glaube, so ein Krog-Quest. Lass uns das eben schnell machen und dann gehen wir auch gleich direkt zu den Schreinen hin. Yo. Ich glaube, wir brauchen einen Apfel, definitiv. Ja, wir brauchen einen Apfel, Freunde. Hoffentlich haben wir einen Apfel. Warum haben wir denn so wenig Äpfel, Digga? Wir müssten auf jeden Fall Äpfel fahren. Nice, Krog. Ein Krog-Samen. Gut, jetzt haben wir sogar einen Apfel dazu bekommen. Na gut, dann gehen wir jetzt mal in diesen Schrein. Der ist auch genauso, aber Sebi-Niyazu-Schrein. Nein, der hört sich so ähnlich an, sollen wir sagen. Vielleicht heißt der Sebo, eben halt wie Zwilling, versteht ihr? Also vielleicht kann ich sogar ein bisschen Japanisch. Nun sind wir in den Schrein angekommen. Auf jeden Fall sollten wir uns ein Foto machen. Und danach können wir gleich mal das Foto aufmachen, wo wir von den anderen Schreinen das hatten. Weil wir mussten jeweils in den einen Schrein das Muster des anderen Schreins hinzufügen. Gut. Hä, wie muss ich das denn machen?
Also, wo stand das Schild nochmal? Ach, da. Gut, dann müsste ich das bestimmt auch so einfügen. Ja, so müsste es passen. 5x Feld. Ich glaube, so müsste es passen. 5x5 Felder. Dann stelle ich mich direkt in der Mitte hin. Gut. Dann müsste ich das auch noch so machen, dass ich am besten sehen kann. Und dass ich runterfalle. Nehme ich mit. Oh, Digga. Zum Glück. Zum Glück, Freunde. Ich habe es noch geschafft. Okay, komm nochmal. Ohne, dass ich runterfalle. So sieht's gut aus. Die Ecke kann ich mir wohl gut merken. So, gut. Dann nehmen wir mal unseren Album raus. Nein, nicht System. Album. Zack. Nein, das ist dies hier. Okay, alles klar. 4 und 3, 2. Oder wie ist es? 4. Doch, glaube wohl. Glaub wohl. Ich versuch's mal. 4 und 1, 2. 4 und 1, 2 erstmal. Gut. Den hier tun wir auf 4. Und die anderen beiden tun wir auf 1 und 2. Auf 1 und 3 meine ich. Sorry. Dann tun wir einen hier rein. Und einen hier auf den ersten. Perfekt. So, dann gucken wir nochmal in den Album rein. Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 und 1. 2 und 1. Jo, das ist hier direkt auf dem 5. Gut, 2 und 5. 2 und 5. Das müsst ihr hier auf die 5. Und das müsst ihr hier auf die 2. Ich bin mal gespannt, ob das zählt. Okay, das letzte ist drinne. Und? Yes, Freunde! Wir sind so gut, Digga! Oh mein Gott! Wir sind so gut, Freunde! Gibt's hier eigentlich noch eine Truhe? Nein, aber hier geht's auf jeden Fall lang. Oh, es gibt eine Treppe. Eine Leiter. Warum bin ich so lost, Digga? Kein Wunder, aber mein Slogan passt auf jeden Fall zu mir. Nobody is perfect. Und somit haben wir das Zeichen der Bewährung. Gehen wir mal jetzt über zu den anderen Schreinen, Freunde. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall in diesen Schrein. Wir müssen wieder unseren Album öffnen und merken, was wir alles machen müssen. Auf jeden Fall 3, 5 und 2 merken wir schon mal. 3, 5 und 2. Okay, alles klar. Nehmen wir die Kugel von der 5. Von der 3, 5. Hey, what the fuck? Was war's nochmal? Ich weiß es nicht. 3, 5, 2. 3, 5, 2. Okay, Freunde, das muss ich merken. 3, 5, 2. 3, 5 und dies muss auf die 2. Perfekt. So, was? Wie geht's weiter? Achso, warte, hier. 3, 5, 2 und 4, 1. 4, 1. Perfekt. Das muss auf jeden Fall hier auf die 4. 4. Und das hier muss auf die 1. So. Perfekt, Freunde. Dann können wir auch direkt schon zur Tür gehen. Oder? Nice. Boah, wir sind so gut, ich schwör's. Und diese Taktik war auch voll klug, hey? Wo ist die Treppe? Die Leiter hin. Mann, wo zeig ich denn Treppe? Das ist eine Leiter, Mann. Jetzt haben wir ungefähr sogar 3 Stück davon. Freunde, wir haben 3 Stück von diesen Zeichen der Bewährung. Wir brauchen noch einen und dann können wir uns noch ein Herzen gönnen. Und vielleicht können wir sogar irgendwann in diesen Wald der Crocs hin. Freunde, ich weiß, das Video war sehr kurz, aber wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao.